May. May, es geht los. Ja, wir haben ein bisschen geübt. Wie ihr seht, wir haben uns hier vorbereitet, weiß und schwarz. Ich habe heute eine ganz liebe Frau zu Gast. Das ist die May, kommt aus Frankfurt. Und sie ist extra nach Hungen mit dem Zug gefahren. Ich habe sie abgeholt, weil sie sagte, sie möchte das Gespräch oder die Podcast-Aufnahme gerne live mit mir machen. Und deswegen, ja, herzlich willkommen, May. Ich freue mich total. Ich finde super, dass das geklappt hat. Und ich muss jetzt noch ein bisschen ausholen, weil wir kennen uns schon sehr lange. Ich glaube, mein Instagram-Account hatte nur 10 Follower. Und May war oder ist eine von meinen treuesten Fans. Allerdings, ich finde sie aber auch toll, das wird sie nachher erzählen, weil sie auch, sie ist ein bisschen jünger, auch noch eine tolle Ausbildung gemacht hat, wo ich auch denke, es macht vielen auch Mut, das einfach nochmal diesen Schritt zu gehen. Ja, und deswegen begrüße ich May heute hier und natürlich hat sie auch eine Geschichte mit Alkohol und mit der fangen wir jetzt erstmal an, weil darüber haben wir uns kennengelernt. Ne? Also, du bist jetzt, wie lange bist du nüchtern, May? Über 1,5 Jahre, also dieses Jahr werden es 2 Jahre. Wahnsinn. Glücklich. Welche, weißt du das? Alkohol weiß ich schon, aber das ist auch, das behalte ich für mich, das feiere ich mit mir. Okay. Alleine. das ist für mich wichtig, ein wichtiges Datum natürlich. Und ja, ich kann im Grunde nur sagen, es ist sensationell, es fühlt sich toll an. Es ist möglich. Ja. Es ist möglich, es geht, es ist, das ist natürlich schon ein steiniger Weg, aber ich denke, wenn man den Willen hat, möchte, dann geht das. Ja, jetzt weiß ich ja, bei dir war das vielleicht auch, vielleicht ein bisschen, du musstest, ne? Du warst ich, im Krankenhaus. Richtig, also ich musste, genau, weil das ist ja normal, wenn man zu viel Alkohol konsumiert, ist ja die Folge, das weiß auch, denke ich, jeder, also mal unabhängig von den ganzen anderen Erkrankungen oder dem Befinden insgesamt, war bei mir, also hatte ich eine habe ich eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Bekommen, richtig. Ne? Und habe also eigentlich schon die Vorboten eigentlich auch schon bemerkt. Aha. Das einfach mal, ja, Schmerzen und dass man auch so ein bisschen, na, das ist irgendwie, bekommt mir der Alkohol ja eigentlich gar nicht so gut. Und und dann ist es dann doch ziemlich dramatisch gewesen, also dass ich wirklich ins Krankenhaus musste, weil ich so starke Schmerzen hatte, und bin dann auch mit dem Rettungswagen sogar dorthin gekommen, dann wurde noch ein akutes Nierenversagen festgestellt, also es war gar nicht gut, es war schon sehr kritisch, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und und mit dem Moment, also ich habe mich eigentlich auch vorher schon so mit der Frage für mich beschäftigt, also Alkohol, nein. Und das, also das war schon vorher? Ja, ist nicht gut, also ich bin ja auch ein Sportler oder mache Sport, bin Fitnesstrainer, Personal Fitnesstrainer, Medical Fitnesstrainer. Das heißt also, so medizinisch kenne ich mich ja auch ganz gut aus und ich wusste schon, was ich mir da antue. Ja, aber trotzdem, wie waren denn die, bevor du mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen bist, wie war denn vorher die Anzeichen, die du ignoriert hast oder die du ausgeblendet hast? Es waren die Schmerzen, ne? Also die langsamen Schmerzen im Grunde, so unter der Brust. Ne? Mhm. Und aber ja, natürlich Anatomie ist mir jetzt nicht fremd und ich wusste schon, was da los ist oder um welches Organ es sich da handelt, was mir da so Schmerzen bereitet. Ja, doch, das war mir schon klar. Und Schmerzen, mein Blutdruck ist in den Keller gegangen. Ich konnte kaum laufen und mich eigentlich auch gar nicht mehr selbst versorgen zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. So schlimm war das. Ja, und ich bin dann sogar einmal zum Toilettengang in meiner Wohnung gestürzt, ja, und habe mir also hier, das ist auch so ein kleiner Schmiss, der ist noch geblieben. Also ist auch eine Erinnerung an diese ganze Situation. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich muss mir da auch Hilfe holen und habe dann im Grunde auch, meine Tochter hat mir dann, die sind gekommen und haben mir dann geholfen. Mein Bruder, auch im medizinischen Bereich tätig, und der hat dann gesagt, nee, da müssen wir jetzt ein RTW rufen. Zum Hausarzt konnte ich auch nicht mehr. Mhm. Ja, und dann
bin ich dann im Krankenhaus gelandet. Und im Grunde war das ja das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe mich ja vorher schon auch damit beschäftigt. Ja, ne? Genau. Was ist dann passiert im Krankenhaus? Im Krankenhaus. Wie war dann der Wake-up? Es war, also zum einen war es auch sehr, irgendwie schon ein bisschen peinlich, ne? Also will ich auch mal sagen, weil ich ja schon wusste, um was es geht oder es vermutet habe, dass es natürlich so schlimm ist, wusste ich nicht, ne? Und nach diversen Untersuchungen und Leberwerte, Gamma-KTs und dies und das, war dann auch irgendwann klar, dass halt die Bauchspeicheldrüse schon sehr geschädigt war. Ne? Also, und das ist ja auch ein Organ, was sich eben auch nicht mehr regeneriert. Was kaputt ist, ist kaputt. Ne? Und dann war die Ansage auch von den Ärzten, also für mich gibt es auch keinen Moscherie mehr. Haben die dich denn gefragt? Ja, natürlich. Ja, und ich habe dann auch gesagt, ja, das tue ich und ich trinke halt mal abends was. Nur ausschließlich vom Abendstrinken. Also war schon mehr als Arzt. Hat man nicht so eine Bauchspeicheldrüse, sage ich jetzt mal. Ja, es war mehr, auf jeden Fall. Und ich sage auch, ich bin, denke ich, schon auch jemand gewesen, der auch sehr gesellig war oder auch noch ist natürlich, der auch gerne einen getrunken hat, so wie wir das jetzt so unter uns sagen würden. Ja, klar. Auch jeden Anlass, es gab immer einen Anlass. Ne? Also Also ich habe, wie gesagt, vorher schon darüber nachgedacht, weil ich schon selber bemerkt habe, dass es nicht gesund ist. Ab, ne? Ja, es ist nicht gesund und wenn man dann auch irgendwann feststellt, dass man doch mehr verträgt, ne, als die anderen Frauen in meinem Alter. Ja. Das ist einfach, war nicht so gut. Somit ist mir auch diese Entscheidung, gut, du hattest genommen nur, worden. Ja. Was haben die gesagt? Haben die gesagt, wenn sie jetzt nicht aufhören, dann haben sie noch ein paar Jahre? Dann haben sie ein paar Jahre noch, ja, richtig. Mhm. Sie haben Schmerzen. Ne? Und was ich jetzt vielleicht auch einfügen darf, ist, dass meine Mutter also noch nicht mal 50 geworden ist und an der Leberzirrhose verstorben ist durch einen massiven Alkoholkonsum. Und ich also eigentlich auch bis 18 überhaupt keinen Kontakt mit Alkohol hatte, aber ich hatte halt Kontakt mit meiner Mutter. Mhm. Was halt bedeutet, dass ich aus einer Broken Home Situation, Familie komme. Das heißt also, Alkohol war immer an der ersten Stelle. Tagtäglich, alltäglich, allgegenwärtig. Für uns Kinder, oder ich spreche einfach mal nur von mir, war das furchtbar. Also wir haben ja eben auch kurz mal so gesprochen, dass ich natürlich auch, was ich bis heute also auch habe oder entwickelt habe, jetzt natürlich, das hat ja nicht alles nur schlechte Seiten, sondern auch, man kann es auch umsetzen oder umwandeln in gute Seiten. Natürlich Antennen habe, was mein Umfeld betrifft. Ne? Ich bin hochsensibel. Und was natürlich ich jetzt auch erklärt bekommen habe irgendwann mal, dass das natürlich für mich damals eine Überlebensstrategie war, ne? Einfach um zu wissen, wie meine alkoholkranke Mutter, wie ist sie drauf, was habe ich zu erwarten, wie wird mein Tag? Ja, was blüht mir? Ne? Mhm. Und ich meine, zu meinem Alltag als Kind war es nicht so, dass ich jetzt mit meinen Freundinnen spielen war oder wir uns treffen konnten oder ich auf den Geburtstag von einer Freundin, einer Klassenkameradin gehen durfte. Nein, es war mein Auftrag in meiner Familie, meiner Mutter Frühstück zu machen, möglichst morgens ein Ei im Glas mit Rotwein vor meiner Schule, vor der Grundschule, ne, betone ich das mal. Ihr nebenan den Hardenberg-Schnaps zu kaufen und wenn das Bargeld nicht da war, das dann auch noch anschreiben zu lassen oder mit einem Zettel in den Supermarkt zu gehen. Ich darf Hochprozentiges kaufen und solche Sachen. Also es war Wahnsinn. Es war sehr schlimm und natürlich, aus dieser Broken-Home-Geschichte ist natürlich auch in mir ganz viel kaputt gegangen, als Mensch, als Kind, als Heranwachsende.
Also mein Leben war nicht leicht, sag ich mal. Du warst ja auch in einem Heim. Richtig. Ich war also bei diversen Pflegefamilien, aber da war ich natürlich schon viel zu alt, ne? Mhm. Also viel zu mit 10, 11, das ist einfach, das ist schon sehr spät. Und am Ende bin ich in einem tollen Jugendheim gelandet, sag ich mal. Schön. Ein super zauberhaftes, schönes, eine schöne Villa in Marburg. Oh, Marburg? Aha, ja, okay. Also ich bin ja Frankfurterin, aber ich wollte auch möglichst weit weg von meiner Mutter und habe da im Grunde neu angefangen. Das war so eine schöne Villa mit nur 10 Jugendlichen und Voraussetzung war natürlich, dass man auch ein Hobby hat, aha, ne? Okay. Also dass man noch nicht so ganz kaputt ist. Ne? Als Hobby war? Natürlich Sport und das Tanzen und was also dort auch gefördert wurde und ja, ich sag mal so, das war für mich eine tolle Sache, ne? Also auch mega, da rauszukommen und weil mit meiner Mutter, das war schon sehr, sehr dramatisch, also auch viel Gewalt, ne? Also muss man leider auch sagen, die ich da auch erfahren habe, ne? Mhm. Also ja, also Gewalt eigentlich auf allen Ebenen. Und ja, aber dennoch bin ich da. Ich bin da. Ja, und vor allem du strahlst so, als ich dich auch kennengelernt habe. Du bist so lebensfroh. Ne? Ja, es war auch viel Arbeit. Ja, ne? War viel Arbeit und ja. Aber ja, ich sag mal so, vor 2 Jahren kann man schon sagen, also ernte ich jetzt auch von diesen ganzen Therapien und ich habe auch alles gemacht, alles mitgenommen und, ja, und wirklich gesagt, ja, ich probiere das, was ist gut für mich, was passt zu mir oder was tut mir gut. Ich möchte meine Situation ändern. Ja, also ich möchte, einfach ein gutes Leben führen, also mit Lebensqualität. Ja, aber das lebst du ja. Also ja, das lebe ich. Das lebe ich und ich genieße es. Der Alkohol und hat ja auch einfach, ich meine, hat bei dir schon so viel kaputt gemacht, ja, auch vorher schon. Ja, ja. Und da passt er einfach auch gar nicht mehr rein. Ne? Nein, zu einem Fitnesstrainer, nein, passt da. Nein, das geht gar nicht. Droge. Nein, es geht gar nicht. Und ich sag mal so, ich meine, der Alkohol war für mich natürlich in erster Linie, also wirklich auch eine Betäubung, ne? Eine Betäubung von Emotionen, von Gefühlen, von Schlechtfühlen und ja, aber der Punkt ist ja der, ich meine, man haut sich die Birne weg, ich formuliere das mal so, am Abend oder wie auch immer und man wacht am nächsten Morgen auf. Aber das Problem ist ja das Gleiche. Es ist ja das Gleiche. Es ist ja nicht weg. So, was machen wir, ne? Was kann man machen? Du trinkst weiter, ne? Ja. Du kannst weiter trinken. Es ist rum. Es ist. Hast du in deiner Beziehung zu deinem Partner, hast du da auch mehr getrunken? Ich hatte, ja. Hast du da auch gemerkt, dass du da mehr trinkst? Ja, also ich hatte leider das Pech, wie auch immer. Oder auch nicht Glück, aber komm mal, es ist okay. Es ist ja Geschichte, ne? Es ist ja einfach auch Geschichte. Bin ich natürlich auch leider an Männer geraten, die sehr toxisch waren und natürlich der Alkohol einfach im Vordergrund war. Ne? Also man hat da auch jeden Anlass im Grunde genutzt und einfach auch getrunken und ein Sektfrühstück zum Dinner und dies und das. Man hat halt immer getrunken. Und war natürlich auch überhaupt nicht gut. Und gerade in der letzten Beziehung habe ich dann auch im Nachhinein, also das natürlich wunderbar jetzt auch aufgearbeitet, aufgeräumt, wie ich natürlich jetzt auch bin, seitdem ich natürlich auch keinen Alkohol mehr trinke. Und habe natürlich viel Gedanken gemacht, das auch alles reflektiert und dann auch meinem damaligen Partner einfach auch gesagt, Mensch, was wir da eigentlich jetzt hatten, so 3 Jahre, ist ja eigentlich gar nicht echt gewesen. Ne? Weil wir im Grunde, beide nur betäubt waren. Mhm. Wir waren ja betäubt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich ist, wenn wir uns begegnen jetzt, ob wir überhaupt zueinander hättet passen. Hättet ihr euch kennengelernt ohne Alkohol? Wahrscheinlich nicht. Und auch nicht in dieser Geschwindigkeit. Ne? Also das ist ja auch alles. Aber ich denke, das kennt auch der Zuhörer, denke ich, denen ist es sicherlich auch bekannt. Ne? Das hat man bestimmt schon mal gehört. Ne? Ja. Das ist eine ganz andere Geschwindigkeit, alles geht schneller, die Dynamik, ne? Und man trinkt, betäubt sich, glaube ich, und man sieht die Probleme erst nicht so, glaube ich, so klar. Jetzt siehst du die natürlich. Man will sie ja auch nicht sehen, ne? Man
möchte sie nicht sehen, man möchte eine tolle Partnerschaft, man möchte einen Supermann und alles ist schön, alles ist toll, aber es ist im Grunde ja wie mit nach dem Rausch. Ne? Aber als du da ausgestiegen bist aus der Partnerschaft, da hast du auch ja noch weiter getrunken. Ja. Ist es dann mehr geworden? Oder? Es ist natürlich dann auch mehr geworden und dann war ja noch mehr Mist, ne? Irgendwie. Ja. Dann war das, ne? Dann natürlich habe ich dann auch die Schuld bei mir gesucht, ja. Ich Dummkopf, ne? Ich habe es bei mir gesucht, ja. Ich denke, das machen auch viele, ne? Dass sie so sich für das Komplette alles verantwortlich machen. Ne? Zu einer Beziehung gehören zwei, mal mindestens. Aber das sehe ich natürlich jetzt überhaupt nicht mehr so. Ne? Also so, da bin ich nicht alleine tragend. Ne? Und als du dann aber aufgehört hast, du bist aus dem Krankenhaus, du hast dann auch wirklich gesagt, okay, ich mache Ja, also das war für mich, um das nochmal auch einzufügen, also diese Entscheidung jetzt, dieser Vorbote, ne, der Vorbote, den ich ja schon mit mir so in mir getragen habe, ich lasse das mit dem Alkohol, der war mir von einem Tag auf den anderen genommen, ne? Weil in der Klinik gesagt wurde, sie dürfen keinen Alkohol mehr trinken. Ich habe mir manchmal, ich glaube, ich kenne auch viele Menschen, die das manchmal gerne so hätten, dass ihnen die Entscheidung abgenommen wird, ne? Dass sie dann warten, die Werte sind noch gut, also kann ich noch weiter trinken. Geht noch. Geht noch, ne? Aber ich habe dann auch gedacht, warum verliere ich den Führerschein nicht? Oder vielleicht sind die Werte so schlecht, dass ich aufhören muss. Ja, bei mir war es dann im Grunde, klar, kann man jetzt auch sehen, wenn man sehen will, ne? Das ist mir jetzt genommen worden, ne, diese Entscheidung. Aber du hättest ja zu Hause wieder, du hättest ja trotzdem trinken können. Natürlich, und ich sag mal so auch, ne, es gibt ja auch Menschen, ne, die dann auch sagen, es ist mir egal, ne? Was da jetzt kaputt geht, wie meiner Mutter, meiner verstorbenen Mutter. Ne? Es war ihr auch egal. Ich glaube, es war ihr nicht, wir wissen da jetzt mehr, es war ihr nicht egal, sie konnte einfach. Sie konnte nicht. Wichtig, genau, ne? Und ich meine, wenn man im Grunde weiß, eine Leberzirrhose, Endstadium, ist dann, dass die Bauchspeicheldrüse in der Speiseröhre die Krampfadern kommen, die zu jedem Zeitpunkt platzen können und da kann dir keiner mehr helfen. Und das wusste meine Mutter, ne, was ein Wissen. Ja, also das finde ich ganz dramatisch. Ne? Und und das war, also für mich war dann auch klar, es ist vorbei. Okay, ne? Dann warst du im Krankenhaus, wie lange warst du da im Krankenhaus? Ich war, oh Gott, fast 3 Wochen. Und danach, hast du eine Therapie gemacht? Nein, ich bin nach Hause gegangen und war selig mit diesem, Gedanken, nicht mehr zu trinken. Natürlich, da kommt auch ganz viel dazu, ne? Auch, was du eben gefragt hast, auch eine gewisse Angst. Ne? Okay, was ist jetzt, wenn du wieder emotional, du bist ja wie nackert, ne? Ja, bist ja nackt, ist ja total nackt, ausgezogen, naked. Ja, also genau, ne? Und das war natürlich große Angst. Ja, was passiert, wenn irgendein Ereignis, was jetzt nicht positiv ist, ne? Also das muss ich jetzt aushalten, ne? Muss da jetzt durch und ohne, dass ich mich betäube und sage, ach, irgendwie läuft das und irgendwie kriegen wir doch schon hin, ne? Nein, ich muss mich den Dingen stellen, ja, ich muss mich allem stellen und und das war so bei mir ganz verrückt, eben Angst, aber auch gepaart mit Vorfreude. Neugierde, Abenteuer, Spannung, also und natürlich auch eine große Lust, ne, und auch dankbar, irgendwie auch dankbar, ne? So, jetzt hast du diesen Weg zu gehen und jetzt gehst du den. Ja, ne? Du gehst Chance, da jetzt durch. Ne? Eine Chance. Und da füge ich jetzt auch noch mal ein, ich bin also auch Mama, ne? Ich bin jetzt auch Oma. Herzlichen Glückwunsch. Seit 3 Monaten und stolze Oma. Und das ist natürlich auch ein Punkt, ne, wo ich jetzt sage, Gott, ich werde Gott auch gebraucht. Dank. Ja, ich brauchst du den Alkohol jetzt nicht mehr. Ich muss nicht sagen, es gibt nicht mehr solche Sachen wie, man macht Termine aus, verabredet sich, oh nee, und ich sag, muss das absagen, was die Freunde schon wissen, neue Freundinnen. Ach, mal gucken, kommt sie jetzt, kommt sie nicht ne? Nein, ich bin zuverlässig, ständig unterwegs, habe mein Enkelchen, und es ist sensationell, ne? Also auch, ich kann ja auch meine Liebsten oder mein Umfeld auch nicht hängen lassen, weil ich frühzeitig sterbe, weil ich mich Hast kaputt du trinke. Früher mal hängen gelassen? Ja, natürlich. Und ich habe auch, ich war so tief
ja, wie soll ich das sagen? Also ich war natürlich auch in Behandlungen viele Jahre, immer wieder, mal mehr, mal weniger. Und das war im Grunde auch ja, so schlimm, dass ich auch wirklich, ich habe nichts mehr gesehen, also keine Hoffnung mehr gesehen. Dass ich auch ja, wirklich auch versucht habe, mich zu verabschieden, zu gehen aus diesem Leben. Aber es ist mir glücklicherweise nicht gelungen. Ja, also Gott sei Dank. Und da bin ich auch ja sehr, sehr glücklich und dankbar. Und naja, und da, den Alkohol zu lassen, war für mich im Grunde das Beste, was passieren konnte, weil ich habe keine Krisen mehr, keine schlechten Stimmungen. Natürlich, wie alle anderen, wache ich morgens auf, es gibt mal einen Tag, der ist schlecht, aber der haut mich nicht mehr aus den Schuhen. Mhm. Ja? Also man kann das alles machen. Ja? Also ja. Es gibt für alles eine Lösung, aber halt Alkohol ist halt nicht die Lösung. Es macht es einfach nur noch schlimmer. Es löst halt alles auf. Ne? Ja, Alkohol, und es löst keine Probleme, es löst dich auf. Ne? Also natürlich sah ich auch anders aus. Ne? Mhm. Also, echt? Ja, na klar, hat man das mir auch gezeigt, also hat mich auch gezeichnet, ne? Aufgedunsen im Gesicht und ja, na klar, also habe mich auch so ein bisschen schon auch gehen lassen, ne? Also so, Sport war nicht möglich, nicht wirklich, hat mich auch irgendwie nicht so interessiert es war eigentlich alles irgendwie auch nebensächlich. Hat mich eigentlich alles nicht mehr. Haben denn die Therapeuten vorher auch mal so ein bisschen nach Alkohol gefragt, ob du da... Ja, natürlich. Ja, klar. Und ich habe das auch besprochen. Aber es war natürlich jetzt auch nicht so, weil man ja schon sagt, dass jetzt, also so ein harten Alkoholiker ist natürlich schon sehr schwer zu therapieren. Ne? Mhm. Also ich bin natürlich schon auch immer klar in meine Sitzungen gegangen und war auch da verlässlich und... Mhm. Und es gab durchaus natürlich auch mal Phasen, wo ich natürlich auch nicht getrunken habe. Aber sobald das kleinste Schwierigkeit oder Problem da war, dann wurde das eben betäubt. Oder auch dieser Schmerz von früher, ne? Mhm. Eben halt auch aus der Kindheit. Ne? Also da, das ist einfach, und da sind mir wirklich schlimme, schlimme, schlimme Sachen passiert. Also so seitens meiner Mutter, Und das, ja. Mhm. Aber gut, Therapie gemacht. Aber ja, aufgehört zu trinken. Und dann hast du angefangen, bist du nochmal richtig durchgestartet. Dann bin ich nochmal durchgestartet und habe gesagt, okay, also vor den 50, ne, also knüpfe ich doch nochmal so an meiner Leidenschaft, meinem, glaube auch meinem Talent, dem Sport. Und und habe dann im Grunde eine Ausbildung gemacht, eben zum Fitnesstrainer. Ja. In Frankfurt und Berlin. Und Fitnesstrainer, Personal Trainer. Und Medical, ne? Und Medical Fitness Trainer. Und das mich ja eigentlich auch alle, das hat mich schon immer auch interessiert, die Medizin sowieso. Mhm. Deshalb wusste ich auch, wo die Bauchspeicheldrüse ist und was da los ist. Okay. Ne? Und und das habe ich dann gemacht und habe das auch durchgezogen. Also schneller als gedacht. Ne, kam dann auch noch dazu. Und das ist natürlich... Du hast schon abgeschlossen. Ja. Ich bin ja jetzt schon im nächsten Studium. Ja, ich wollte auch noch gedacht, ich bin jetzt im nächsten und das nächste Studium ist der Mentaltrainer. Stimmt. Also eine ganz auch spannende Sache. Reise. Auch nochmal, also ich würde mich schon als natürlich sehr reflektiert auch betrachten. Was mir auch meine Therapeuten sagen, die sagen auch, also da braucht man jetzt ist nicht mehr zu machen, du bist gut mit dir und du bist reflektiert und und das ist natürlich jetzt, ich mache es erstmal so für mich, ne? Ja. Und erhoffe mir natürlich, oder was heißt erhoffe, aber ich bin mir sicher, dass ich da natürlich auch noch mal was, also ganz viel über mich erfahre und natürlich auch gerne auch mit anderen arbeiten möchte. Ja. Ne? Also wirklich die auch motivieren möchte. Und ich sage immer, ich bin das lebende Beispiel, dass du im Grunde aus dem Tiefsten kommen kannst. Und es ist alles machbar. Ne? Und man sich eben auch nicht ausruht, dass man sagt, man hat eine schlechte Kindheit gehabt oder Vergangenheit gehabt.
dass man einfach um sich schlagen kann, alles kaputt machen kann und alle anderen sind die Deppen. Und man kann durchaus auch ganz viel selber erreichen und an sich arbeiten und auch die Hilfe annehmen. Ne? Das ist halt auch wichtig, finde ich. Ne? Vielleicht hast du natürlich auch mit Marburg, jetzt wo du gesagt hast, es war vielleicht auch ein guter Start. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also auch die richtige Entscheidung in jungen Jahren, sag ich mal, ne, zu sagen, ich hatte die Wahl, Frankfurt anheim zu gehen oder eben nach Marburg. Und für mich klar war, ich brauche diesen Abstand zu meiner leiblichen Mutter und zu diesem ganzen Umfeld. Ja, und das war auch die richtige Entscheidung. Ne? Also ich war, denke ich, auch schon früher doch leider sehr erwachsen oder reifer als manch andere. Ne? Und somit war halt diese alkoholkranke Mutter doch sehr weit weg. Ne? Mhm. Und aber am Ende, ja, hat es mich dann doch auch, habe ich das natürlich auch vorgelebt bekommen, wenn es einem schlecht geht, dann trinkt man, dann ist alles rosa. Ja, ne? Das lernen wir ja so. Das siehst du ja auch, wie gesagt, im Fernsehen. Ne? Geht es der Frau schlecht, greife erstmal zum Whisky. Ne? Genau, richtig. Ne? Und es ist ja mit Alkohol alles angeblich viel leichter. Nein, ist es nicht. Ja, es ist alles wesentlich schwieriger und es ist eine Abwärtsspirale. Ja? Also für mich auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und hat deine Tochter das mitbekommen? Ja, natürlich. Was er jetzt wahrscheinlich auch erzählt hat in der Aufnahme. Ja, sicher. Ja, meine Tochter, das ist meine bessere Hälfte. Die hatten mich natürlich auch anders erlebt. Hat die dich angesprochen auch? Also sie hat mich ganz anders erlebt. Unzuverlässig, also nicht präsent, nicht da, also natürlich nicht immer, aber sie hat einfach auch Dinge einfach miterlebt, die waren nicht schön für sie. Ne? Und und sie sieht natürlich jetzt auch, was mit der Mama passiert ist. Ne? Das ist doch mega stolz. Die oder? Mama ist, die ist da, die ist präsent, die unterstützt sie, kann ihr so ein bisschen auch ein bisschen, dem Baby helfen, kann Tag, Baby Nacht, helfen. Kann Tag und Nacht anreisen. Ja, ich kann ich bin einfach, ich bin da. Ne? Also so, nicht nur so ein Schatten von mir ist da, sondern ich bin da. Ja, tausendprozentig bist du da. Tausendprozentig bin ich da. Und das ist einfach, das ist toll und es macht mir Freude, es macht meiner Tochter Freude, meinem Schwiegersohn, meinem Enkelchen und allen, mein ganzes Umfeld, die sind alle, freuen sich und sind dankbar also das ganze Leben ist, es ist toll, es ist so, was soll ich sagen? Unfassbar, auch diese Veränderung, ne? Ja. Und man denkt, das ist ja, man glaubt ja erst, dass der Alkohol einem gut tut. Und genau das Gegenteil passiert. Es ist, kaum hast du den entsorgt, den Alkohol, also ich bin förmig aufgeblüht. Ne? Ich brauche das Zeug nicht mehr. Ich brauche es auch nicht mehr und es ist auch für mich überhaupt kein Problem. Also das möchte ich auch gerne sagen. Also so mein Umfeld, also es kann jeder trinken. Ne? Also ich bin jetzt, oder wir sind, ich glaube, da könnte ich auch von uns sprechen, wir sind keine Spaßbremsen, die jetzt irgendwie sich im Keller einschließen. Sondern im Gegenteil. Und es ist auch immer echt auch mal interessant, auch wenn du mal in so einer Runde bist und du siehst so, dass die anderen, also wie sie sich auch verändern, so vom Wesen, ne, wenn getrunken wird. Auf jeden Fall. Ich sag mal, dieses Nein, ich trinke nicht, das lassen wir mal aus, ne? Aber es ist ja auch leider Gottes immer noch sehr schwierig. Mhm. Ne? Also irgendwo hinzugehen auf eine Veranstaltung, eine Party. Ja. Nee, nicht schwierig, schwierig für die anderen. Ja. Ne? Also, dass die einen, wenn man einfach sagt, nee, ich trinke nicht. Ne? Dann haben die so, was mit der ist, ne? Und man ja so ein bisschen auch den Spiegel vorhält, weil man sich vielleicht insgeheim die anderen so denken, oh Gott, das würde ich eigentlich auch gerne können machen und so leben. Ja, ne? Also dennoch ist toll. Ja, wir waren jetzt, ich war das Wochenende ja in Wiesbaden und in Mainz und wir waren am Samstag zu viert, also zwei Pärchen unterwegs und wir trinken alle keinen Alkohol. Mhm. Der Mann von meiner Freundin hat aufgehört auch im Oktober und der Mann hat selten getrunken, aber warum? Weil es ihm nicht schmeckt und ich habe ihn dann natürlich ein bisschen ausgefragt, da sagte er, er würde sofort Kopfschmerzen bekommen. Mhm. Das heißt, bei ihm hat das hundertprozentig der Körper absolut cool funktioniert, ne, richtig? Mhm.
Sagt er, nein, der Wein schmeckt mir nicht und von allem anderen Alkohol bekomme ich Kopfschmerzen. Mhm. Und warum soll ich das? Also ich war, das gibt halt auch solche Menschen. Mhm. Ne? Und ja, ich fand toll. Das einfach, ich war total begeistert. Ne? Ich musste aber dazu, also wir haben dann ein alkoholfreies Weintasting gemacht. Es war schon relativ, wir haben schon relativ viele Weine getestet auch, mhm. waren dann in einer Theatervorstellung. Und ich hatte tatsächlich am anderen Morgen leichte Kopfschmerzen mhm. und habe auch mhm. da wieder gedacht, aha, mhm. der Körper mhm. möchte einfach keinen Alkohol mehr. Also das ist ja minimal, war da ja jetzt Alkohol mhm. drin. Mhm. Da ich gedacht, aha, guck mal, wie lehnt sensibel ab, ja. Und ja, natürlich. Der Körper jetzt wieder geworden natürlich. Ist, Gott sei Dank. Ne? Wenn ich mal ein, zwei Gläser trinke, passiert nichts. Aber wir hatten dann schon mehrere Weine durchprobiert. Mhm. Ne? Da habe ich gedacht, der Körper ist Gott sei Dank wieder sozusagen resettet. Ne? Das ist ja, und das ist gut. Und da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, der Alkohol, in dem ja sehr viel Zucker ist. Ah ja, auf das Thema wollten da wir wollten gerne wir noch ja mal, auch ja. nochmal drauf eingehen. Ja. Oh ja, oh ja. Weil das ist ja was, also was ich auch an mir festgestellt habe, dass ich, als ich Alkohol noch getrunken habe, überhaupt nicht süß war. Also keine Süßigkeiten, keine Schokolade, das war gar nicht im Haus. Mhm. Und dann so nach ein paar Wochen des Nichttrinkens, ich auf einmal gemerkt habe, boah, ich habe einen totalen Heißhunger auf Schokolade, auf alles, auf Kuchen und alles, was süß ist, ja, und habe wirklich Gedanken gehabt, wenn dann auch nichts da war, jetzt muss ich irgendwo hingehen und muss mir einfach nur, nein, ich kaufe mir auch nur einen Riegel, aber ich brauche den jetzt, ja. Ich habe dann auch ein bisschen zugenommen, weil ich dem auch nachgegeben habe. Oder, ja, ne? ja. Und dann aber irgendwann für mich auch begriffen, ja natürlich, ne? Dieser Alkohol ist weg, der ja so viel Zucker enthält und der Körper aber diesen Zucker haben möchte. Er will ihn, er braucht ihn. Ne? Ja klar. Ja. Und er sagt, was ist da los? Wo ist der? Ja, warum ja, gibt es hier keinen ja, Zucker mehr? Warum gibt es keinen Zucker mehr? Ne? Und ja, aber ist halt auch eine Phase. Also es war schon ein bisschen Suchtverlagerung. Auf jeden Fall Suchtverlagerung. Ne? Also das, das kann man auch nachlesen. Das ist einfach auch so. Ne? Aber okay, ich meine, es ist mir 10-mal lieber, dass ich da nochmal 1-2 Kilo drauf habe. Ja, und na, dann ärgere ich mich halt abends, dass ich so einen dämlichen Schokoriegel irgendwie gegessen habe oder was, oder noch mehr. Aber du hast ja schon gesagt, du hast schon geguckt, ne? Wie viel ist noch da und an der Schokolade. Ja, ja, natürlich. Ja. Und habe da einfach auch mir unheimlich Gedanken gemacht. Okay, du kaufst dir jetzt eine Tafel Schokolade. Und dann isst du auch wirklich heute nur 2 Stücke, ja, und das ist mir so im Kopf. Kontrolliertes Zucker. Ja, ne? Ja, oder Wahnsinn. Mit diesen Kinder-Schokobons, ne? Wo ich dann dachte, okay, natürlich kenne ich mich auch ein bisschen mit Ernährung aus. Ich dachte, okay, da sind in einem, sind glaube ich 20, 25, 30 Kalorien drin. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich das ein bisschen kontrollieren. Ja, ne? Guck mal, wie man sich da wieder selber belügt, ne? Oder, ja, ich konnte es natürlich nicht kontrollieren, ne? Ich habe dann eins und oh, kommt 2, 3, 6, 9, 90, komm, ja, ja. Also jetzt bin ich mittlerweile, ich bin jetzt, glaube ich, 4 Wochen oder was, ohne. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Ohne Zucker. Und es gibt natürlich auch ganz andere Sachen, bin ich umgestiegen, ne? Eben, dass ich eine Banane esse, dass ich Äpfel esse, dass Datteln. Agave, Agavendicksaft in Weinjoghurt mache oder in Porridge oder ja, oder auch wenn ich mal was Brotiges will, dann mache ich mir da halt mal Honig drauf. Genau, ne? Also und dann, das ist echt nur so ein Moment. Ja, ja? Und dann ist auch gut. Ja. Dann ist erledigt. Ne? Und es ist okay jetzt. Und die Waage stimmt auch wieder. Ja. Ich habe dir ja auch erzählt, also bei mir war das Zuckerproblem nicht ganz so ausgeprägt, es ist auch da. Aber ich würde sagen, es war noch so im Rahmen. Aber bei meinem Freund war das eben echt extrem. Also da konnte dann diese Duplo-Familienpackung, hat er mir gesagt, konnte er eine ganze Packung essen und dann noch die Gummibärchen on top. Und er ist jetzt auch seit 4 Wochen eben zuckerfrei. Und er sagt auch, es geht ihm echt, es geht ihm auch besser mit den Gelenken, keine Gelenkschmerzen mehr, hat er gesagt. Ja. Und er fühlt sich auch fitter, er fühlt sich einfach wohler. Mhm. Ne? Bei mir ist es, ich habe einmal ein Eis genascht bei meinem Vater. Da bin ich auch wirklich so rumgeschlichen. Ich sage, gibt es noch Schokolade? Und dann hat er gesagt, ja, es gibt noch ein Eis. Ich sage, komm, dann habe ich mal ganz kurz, komm her mit dem Eis. Ne? Und schon am anderen Tag, war ich mit meiner Tochter unterwegs, da gab es dann auch wieder eine Eiskugel bei Mövenpick.
Also ich glaube auch, der Zucker verlangt dann wieder Zucker, ne? Genau, ja. Genau wie der Alkohol. Ja, ne? Natürlich. Also so, und das ist leider so, ne? Aber ja, was ist jetzt schlimmer, ne? Also am Anfang würde ich, ja, sage ich auch allen meinen Klientinnen oder Klienten, greift zu dem, was ihr gerne möchtet, was euch gut tut, ja. Und um das Zuckerproblem, wenn man einmal weiß, wie man mit dem Alkohol aufhört, dann weiß man ja auch, wie man mit dem Zucker, dann nimmt man das gleiche Verfahren. Ne? Mhm, das kannst du dann auch auf die Zigarette übrigens. Ne? Ja, das ist noch ein, jetzt hast du mich verpetzt. Ja, jetzt habe ich mich verpetzt. Aber gut. Aber sonst kannst du die Silke ansprechen. Silke gibt dir Tipps, bei der war es auch erst Alkohol, dann Zigarette. Bei mir erst Zigarette, dann Alkohol und dann Zucker. Und wie gesagt, alles ist ja das gleiche Verfahren. Du musst einfach ein klares Nein und dann braucht der Zucker, dann braucht der Körper auch den zusätzlichen Industriezucker schon gar nicht. Schon gar nicht und der ist halt einfach auch nicht gut. Ja? Und der ist ja überall. Der ist ja eben, er ist nicht gut und es ist einfach schlecht. Ja, und also wir tun uns da auch nichts Gutes mit. Mhm. Ne? Zumindest im Übermaß. Ne? Also so und nein, also das ist schon, aber ich sage ja auch, also so meine Meinung auch dazu, dass der Mensch eben ein Gewohnheitstier ist. Ne? Ja. Und das, ja, man kann sich, denke ich, auch an alles gewöhnen. Ne? Also an die guten Dinge sowie auch an die schlechten. Ne? Ja, also, und ich denke, ja, also ich habe mich daran gewöhnt, ich kaufe keine Schokolade mehr, es gibt bei mir nichts mehr. Ja, und es ist okay, ja, genauso wie ich auch in den Supermarkt gehe und keinen Wein kaufe, ja, oder keinen zu Hause habe auch, oder, ja, ist halt einfach so und es ist okay, ist gar kein Problem. Ja. 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 Würdest du denn jetzt sagen, wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, ein Eis siehst, würdest du sagen, grundsätzlich ist bei dir jetzt raus, wie jetzt, du ernährst dich auch vegan? Ja, 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 ja. Oder würdest du sagen, okay, beim Zucker, ich bin jetzt beim Zucker nicht ganz so, also ich bin schon streng, aber nicht 100%. Ja, ne? Das würde ich jetzt... Weil ich merke, es geht mir gut damit, aber ich habe das extrem runtergefahren. Ja, genau. Ne? Genauso wie mit der Ernährung. Ich habe das Fleisch extremst runtergefahren. Ja. Aber wenn jetzt mal, ja, also ich bin nicht ganz 100%, wie beim Alkohol bin ich 100%. Ja, ja, ich auch. Also Alkohol, Fleisch ist für mich raus, absolut. Und das schon seit 2018, auch ohne Probleme. Auch wieder kein Problem, das auch zuzubereiten für meine Familie. Oder ich esse es halt nicht. Ja. Und fertig. Und jeder kann es essen. Ich frage auch immer, ich hab mir schon gedacht, mit vegan liege ich richtig, wenn wir nachher gleich lecker essen. Aber Zucker? Raus oder komplett? Oder? Nee. Also ich sag mal so, jetzt sind es ja so um die 4 Wochen. Mhm. Aber das wird jetzt nicht so sein. Ich esse auch mal gerne Eis oder so. Mhm. Ne? Also das mache ich schon. Ne? Ja. Ich würde halt für mich jetzt oder ich werde für mich einfach, was ich schon weitermache, ist wirklich, dass ich einfach, ich kaufe es halt nicht. Ne? Also ich muss es nicht zu Hause haben. Ne? Ja, und wenn du weißt, du hast es ja jetzt gelernt, wenn das ist ja wie mit dem kontrollierten Trinken, was wir ja wissen, was nicht funktioniert, wenn du siehst, es geht mit dem Zucker nicht kontrolliert, dann würde ich das auch entsorgen bei mir. Ne? Ja, also wenn ich jetzt irgendwo zu Gast bin, zum Kaffee und Kuchen, dann würde ich auch ein Stück Kuchen essen. Ja, ja also na klar, ne? Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das haben wir gestern eben beim Frühstück auch in dem Hotel, wo ich dann auch sagte, komm, wir müssen hier. Ja. Aber guck mal, ich habe auch dann, man nimmt sowieso schon erst die gesunden Varianten, habe ich eben gewählt. Dann haben wir uns zum Schluss, war da noch ein Croissant mit Honig ein bisschen. Ne? Ja, und das schmeckt doch aber auch gut. Aber das esse ich dann wirklich alle 3 Monate mal. Genau. Und das ist ja dann auch was Besonderes. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwo in einem Hotel bin, ja, ich finde gerade so, ja, ne, auf Reisen, das Frühstück ist immer toll. Ja, das ist schön. Und dann, ich meine, da muss nichts einkaufen, sondern es steht halt da. Ne? Und es steht halt ein bisschen irgendwie mal eine schöne Marmelade oder ein Croissant oder irgendein süßes Gebäck oder so. Ja, und das gehört dann auch für mich zum Urlaub. Ja, Nein, also das ist so vollkommen in Ordnung. Ne? Aber das, wie gesagt, es kann halt auch das dazukommen, ne? Wenn man eben dann den Alkohol weglässt, dass dann was anderes aufpasst. Nüsse, ich habe auch gerne Erdnüsse und Chips war dann bei mir auch. Ja, natürlich, aber was ist da auch drin? Ne? Ist auch da Zucker. Ist auch was drin, ne? Da ist auch Zucker drin, ne? In diesen ganzen, diese super überwürzten Geschichten, ist Zucker drin. Ne? Einfach mal drauf gucken und dann sieht man das schon. Ja. Ne? Das da, Wir haben das jetzt auch gesehen, wie viel Würfelzucker hat
3 Gramm, glaube ich, oder wie viel Zucker in den Produkten ist. Einfach ein bisschen sensibler werden. Wir drehen auch um und gucken. Einfach mal gucken, ja. Und, im besten Fall natürlich irgendwie schon auch einfach selber machen. Ja, das geht alles so schnell, ja, irgendwie mal in die Pfanne rein oder was, einmal über den Markt gehen oder so. Genau. Ne? Das geht schon, ja, also. Hast du denn was abgenommen oder war das jetzt? Ich habe jetzt schon. Ich habe jetzt nicht besonders abgenommen. Ich habe das schon gemerkt, dass das auf jeden Fall. Also bin jetzt wieder in der richtigen Richtung. Ja, also so, dass ich mir gefalle. Ne? Das ist auch, es ist alles in Ordnung. Ja. Es war eigentlich auch immer in Ordnung. Und aber man hat ja selber sein Wohlfühlgewicht so ein bisschen. Ja, natürlich. Und bei mir ist auch, du siehst ja, ich bin jetzt hier in der ersten Etage, wie oft ich dann nach unten gerannt bin. Ja. Schublade auf, dann wieder hoch. Und dann habe ich schon den Gedanken gehabt, jetzt könntest du noch ein Stückchen. Und ich wusste, wenn der Gedanke da war, bin ich auch gleich runtergegangen und habe eigentlich auch. Ich hätte die Schokolade auch gleich mit hochnehmen können. Mhm. Mhm. Nee. Also es ist durchaus besser. Man gewöhnt sich doch. Man gewöhnt sich wirklich an alles, finde ich. Also wie gesagt, wenn ich Lust habe, dann nehme ich eine Dattel oder eine Feige oder mache mir dann auch ein Ingwerwasser mit Agavendicksaft mit einem Teelöffel, wenn ich sage, ich brauche jetzt ein bisschen Zucker, ich bin unterzuckert. Aber Bananen sind auch gut. Banane ist super. Ja, also so, ich hätte das auch nicht so gedacht, ne? So Obst, klar, meine Shakes und so weiter, ne? Das mache ich schon, ne? Aber eigentlich immer Shakes, ne? Ja. Und jetzt, also bei mir zu Hause auf meinem Tisch in der Küche, da stehen Äpfel, Obst, Banane und dann gehe ich auch vorbei, dann nehme ich mir mal irgendwas und dann wird das gegessen und dann. Das ist alles gut, also dann fühle ich mich einfach auch, habe ich meinen Zucker, also meinen Fruchtzucker. Mehr, ne? Nee. Nur die Zigarette. Bei mir sind es echt noch die Zigaretten. Ansonsten mache ich alles, ne? Sport, Bewegung, Schwimmen, alles, kein Fleisch. Die Blutwerte sind auch ist alles top. Also ich muss ja, weil ich halt auch einen sehr hohen Blutdruck habe, also ich bin sehr gut eingestellt. Aha. Muss ich auch halt aufgrund dieser Blocker und so weiter, alle 3 Monate mache ich so auch für mich immer so ein Blutbild. Mhm. Ne? Und was freue ich mich immer jetzt, ne? Wenn ich dann, und ich lasse es mir auch immer dann von meinem Arzt, gib mir das mal, und dann wird es schon abgeheftet und dann sage ich mal, guck mal, für mich, ne? Wahnsinn. Alles super, alle Werte, ne, sind durch die Bank. Und der Blutdruck ist auch super. Ja, und auch das Schlafen, ne? Ist ja auch so ein Thema, dass ja viele denken, abends ein Wein und so, dann schlafe ich richtig gut. Nein, ne? Ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe ja überhaupt nicht geschlafen. Und jetzt, ich gehe ins Bett, gucke vielleicht noch mal ein bisschen was, lese was oder so, und dann lege ich mich hin auf die Seite und ich schlafe. Du hast nicht mehr geschlafen, wie war das? Das war ganz fürchterlich. Also ich war so müde, aber ich konnte nicht schlafen. Bin nicht zur Ruhe gekommen. Es war ganz fürchterlich. Wirklich, also. Also das Einschlafen an sich mit dem Alkohol war schon. Mit dem Alkohol war Schlafen für mich überhaupt nicht möglich. Das ging überhaupt nicht. Ja, und ich habe dann auch alles Mögliche versucht, Baldrian und dies und das, wo auch jede Menge Alkohol drin ist. Ne? Aber es hat es also nicht funktioniert. Das ist ja dann auch so eine Kettenreaktion im Körper. Ne? Dann zu wenig Schlaf, Blutdruck schlecht. Es ist ja alles schlecht. Wahnsinn. Ne? Ja. Du hast einen dicken Schädel, du fühlst dich nicht wohl. Herz. Ja, natürlich, Rhythmusstörung. Du siehst schlecht aus, wenn man mal die Nacht durchgemacht hat. Ne? Egal jetzt, ob man Alkohol trinkt oder nicht, es ist einfach, man fühlt sich einfach schlecht. Wenn du halt wochenlang einfach nicht schlafen kannst, das ist ganz, ganz und ganz fürchterlich. Ja, und da habe ich auch alles Mögliche probiert aber. Nee, und ich meine, und so auch selbst wenn man eine Tablette nimmt, das ist ja dann auch, da wacht man morgens auf und dann, also ich jedenfalls, und habe dann bemerkt, boah, jetzt brauche ich erstmal 2-3 Stunden, bis ich überhaupt wieder klar bin nach so einer Tablette. Ne? Mhm. Also, und ich habe da jetzt auch nochmal was zu gelesen, dass die Menschen machen sich mehr Gedanken über eine Kopfschmerztablette, die sie nehmen, als über den Alkohol. Mhm. Ne? Ja. Ich will jetzt lieber keine Ibu nehmen oder so. Ja, ne? Ja, aber das ja. Glas Bier ist
überhaupt kein Thema. Das ist kein Thema und das ist ja auch so ein Ammenmärchen, ne? Eben, dass man sagt, oh, oder ein Glas Wein am Tag, ne? Und Rotwein, ja, mediterran und guck dir die ganzen Italiener oder was an, ja, wie gut es denen geht und die werden 100 Jahre alt. Ja? Nein, ich meine, es ist halt ein Gift. Ja, es ist einfach so, ja, der Wolf im Schafspelz. Ja. Ne? Also so würde ich das sagen. Ja? Man geht ja auch keiner an die Tanke und trinkt mal einen Liter Benzin. Wenn wir jetzt schmeckt was, ja nicht. Wenn ich jetzt was trinken würde oder du auch, ich glaube, ich würde sofort Kopfschmerzen bekommen. Ja. Sofort, ich weiß das. Ich habe auch den Kaffee nicht mehr vertragen. Ja. Und da hat der Körper auch, also ist jetzt nicht schlimm, ich kann da gut drauf verzichten, ich kann ja diesen Koffein freien. Und sofort Kopfschmerzen. Mhm. Sofort. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt Alkohol trinken würde, also ich glaube, mir würde er direkt rauskommen. Ja, das und ich also bin sofort. Wie resettet. Also ich bin ja. Das alles, was ich mir jetzt an Gift zu mir nehmen würde, würde sofort eine Reaktion auslösen. Mhm. Ja, also bei mir auch auf jeden Fall. Also so, ich habe, also bei Alkohol ist auch interessant, ne? Hätte ich ja auch vorher nie gemerkt. Jetzt irgendwann war ich auch unterwegs und da ist auch, war es ein bisschen eng und da ist auch vor mir ein Mensch gegangen. Und trotz der Maske, ne? Der hat eine richtige Fahne gehabt. Wollte gerade sagen, hat er gerochen, ja. Ja, der hat eine richtige Fahne gehabt. Oh, und das hat schon in meinem Kopf, ne? Also so, das war ganz unangenehm. Also, und da habe ich so, das ist wie so ein Film auch, ne, wo ich dachte, oh Mann, wie es dem geht jetzt, wie der sich fühlen muss. Ne? Also so, wenn er am Vormittag so riecht, ja, ne? Ja. Also da ist ja was. Ich glaube, der hat nichts mehr gemacht, ne? Oder? Ne? Also das ich glaube, dass es ihm nicht gut geht, ne? Und das ging uns ja auch nicht gut. Also mir ging es nicht gut morgens. Ne? Also so, oh nee, also das... ja, also nee, das ist, also und ich habe natürlich auch, das ist auch klar, diese Angst natürlich auch, ne? Also da bin ich auch ganz gnadenlos. Es gibt auch kein Mancherie oder, ach so, ja, genau, oder kein... Wenn wir nochmal so zum Abschluss kommen. Ja. Du isst und trinkst? Null. Also auch, ne? Die alkoholfreien Varianten? Nein, du, das ist... Ne, schmeckt mir nicht. Also das ist jetzt nicht... Es triggert mich nicht oder sowas. Nein, es ist einfach so... Nee, ich brauche es irgendwie nicht. Mhm. Ne? Aber ich habe wirklich auch, also weil das waren wirklich auch Schmerzen. Also das war, also ich bin hart im Nehmen, wirklich hart im Nehmen. Aber das waren Schmerzen, die, also man kann nicht sitzen, man kann eigentlich nicht liegen, man kann, also es ist fürchterlich. Oh mein Gott, ja. Und deshalb, also früher habe ich ja eben auch gern mal so ein Baldrian genommen, ne? So auch zur Beruhigung, ne? So, oder auch zum Einschlafen, ne? Also nein, allein durch diesen Alkohol schon rieche. Nee. Ja? Und ich habe Angst, wirklich auch, ich glaube, so ein Tropfen, dass das meine, also für mich, sie hat ja einen Namen auch, den ich natürlich nicht verrate, ne? Ich habe ihr einen Namen gegeben, meiner Bauchspeicheldrüse. Ja, wir sprechen auch und ich sage, Mensch, geht's dir gut? Geht's dir ist gut? Alles okay? Und ne, gut, also Ernährung, sie wird auch gut ernährt. Mag sie alles? Ne? Nimmt sie alles? Also sie mag alles, sie mag halt nicht fettig und, und würzig und so hart, scharf? Also so, so überwürzt, ja, klar. Ne? Also, und sie mag halt einfach auch ganz klar kein Alkohol. Ja. Ja. Und da wird sie, und ja, sie, nein, und sie wird, glaube ich, auch stinkesauer, wenn ich ihr auch nur so ein Moscherie da gebe, ja, oh, oder sowas. So cool, ja. Also das den Deal haben wir einfach. Also ich tue ihr gut und sie tut mir gut. Ja, also sie macht mir keine Schmerzen und wir sind ein Team. Sie zinkt nicht in Nein, Team. Wir sind ein Team und wir tun uns gegenseitig gut. Ich passe auf sie auf und sie somit auch auf mich, ne? Dass ich nicht irgendwann einen Spender brauche oder was auch immer. Ne? Also passt gut auf sie und, auf, und ne? Ja, und das ist irgendwie, das ist gut und und deshalb, also kommt es für mich gar nicht in Frage. Ne? Also ich habe das so wirklich so auch wie so bildlich vorm Auge. Klar. Das ist einfach klar. Ja. Nur so ein Tropfen, der da, ne, den sie in Kontakt kommt, dass sie das willst du ihr nicht zumuten? Nein, ne? Das tut ihr nicht gut. Ja, also ich quäle ja auch niemanden oder ein Tier oder wie auch immer, ja, oder tue jemandem weh, ja, und oder tue jemandem was an, wenn ich weiß, es tut ihm nicht gut oder es tut ihm weh. Aber ey, das ist ja genau das. Ich will meinem Körper jetzt auch überhaupt nicht mehr irgendwas zumuten, was er nicht möchte, was er mir sagt, nein. Richtig. Sobald ich alles vertrage und der Körper hat ja die Signale. Es ist ja genau
dieses Beispiel mit dem Schiff, ne? wenn die Sirene heult und der Kapitän macht das Signal aus und fährt auf den Eisberg zu. Ne? Ja. Ja. Und wir so müssen, haben wir die Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, oder du hattest das mit der Bauchspeicheldrüse. Hättest du auch sagen können, ach, ist mir doch egal. Ja, eben, ne? eben. Und es gibt viele Menschen, ja, denen es egal ist. Oder die nicht egal ist, sondern die nicht anders können. Die nicht mehr raus können. Die alleine nicht raus können. Ich meine, ich hatte echt das Glück, dass es für mich, ja, ich habe mich vorher beschäftigt schon damit und war schon klar, ey, also Sport und Alk geht nicht und überhaupt und wie du dich fühlst, wie du aussiehst und so weiter. Und nein, und das bist du auch nicht. Und ich bin wissbegierig, ich bin Macher. Und das war schon auch einfach eine Entscheidung, wie vor ganz vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich mir auch schon die Frage gestellt habe, entscheide ich mich jetzt für das Leben oder dagegen? Mhm. Also, ne? Und das war im Grunde jetzt auch einfach, ne? Nur mir ist halt die Entscheidung, also was den Alk betrifft, abgenommen worden. Ja, ja. Ja, also ich habe auch viel dafür getan, ja, dass man da, ne? Aber jetzt ist es gut und ich finde, das hat auch viel mit natürlich auch mit dem Achtsamen, auch wie man mit sich umgeht, ne? Mhm. Dass man auch auf die so Signale auch auf den Körper auch hört. Der Körper, der Gott, also das ist jedes Mal, auch wenn ich mich mit der Medizin beschäftige, das ist ein Wunder. Ja. Was unser Körper, was der macht, was der leistet, jeden Tag, Tag ein, Tag aus, was der, wo, da denken wir gar nicht drüber nach, dass der funktioniert, was der tut für uns. Ja? Und damit müssen wir gut umgehen. Ja, da müssen wir achtsam sein, da müssen wir wirklich auch hören und das ist der beste Tipp eigentlich für uns, oder? Ja. Seid achtsam und ihr braucht doch eigentlich nur in euch reinhören und spüren. Wahrnehmen, und wahrnehmen, ne? Ja, auch mal wirklich die Lauscher spitzen, ja. Und wirklich auch mal hören, ja. Und, und das nicht überhören oder betäuben. Ja, die Haut wird doch besser. Ja, alles. Ja. Die Laune wird gut. Ja, es ist einfach. Seht uns. Ja, und ich also ja, ich, manchmal würde ich es gerne mit so einem Megafon, ich würde es gerne allen erzählen und sagen, wisst ihr eigentlich, wie gut ich mich fühle? Wie gut es mir geht? Ja. Ich lebe und ich spüre das Leben und ich bin dankbar, ja, also jetzt ist es manchmal sogar, dass ich ein bisschen Schiss habe, dass, oh Gott, und jetzt hat man die Vorsorge und hoffentlich ist da alles in Ordnung und so. Ja, ja, aber weil ich so denke, ja, was habe ich hier verplempert auch, ne? Ja, ja, das war mein Leben, ne? Das war mein altes Leben und jetzt habe ich halt das neue Leben. Ja, natürlich, ne? Aber es ist einfach, manchmal würde ich es allen gerne sagen, ne? Und wie toll es ist und wie sich es einfach anfühlt, ne? Diese Wahrnehmung, das alles mitkriegen. Das habe ich auch so, diesen Drang, dass ich das gerne nach außen powern möchte. Ja, also hör zu, mach das auch, weil es ist wirklich einfach nur toll. Ja, das ist toll. Probiert es mal aus. Ja, probiert's mal aus. Und holt euch Hilfe. Und wir sind immer noch so lustig. Ja, holt euch Hilfe. Ja, ja. Macht Sport. Ja, genau. Hier coachen. Oder Sport. Oder Sport. Und irgendwann oder beides. Ne? Ich meine, bin ja dann irgendwann auch Also wir sind hier mental da. Wir sind im Frankfurter Raum. Genau, genau. Ja, gerne. Sportlich da ein bisschen, ja. Oder auch so wirklich motiviert. Ne? Also so, weil es geht. Ja, es geht einfach und man muss wirklich auch glauben, man darf glauben daran, dass es geht. Und ich sage immer so in meinem Umfeld einfach, schaut, ich bin wirklich das Beispiel. Wenn du sagst es, ne? Und die mich kennen, die wirklich auch wissen, was mir alles passiert ist, ja, also auch an Gewalt widerfahren ist. Also eigentlich dürfte ich so gar nicht hier sitzen und sagen, wow, ich bin da. Ja. Ich bin, ne? Ja. Es geht. Ja. Und man darf sich auch Hilfe holen, ja. Und man muss sich alleine machen. Man kann sich eben auch wirklich auch Hilfe holen. Ne? Ja. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind wirklich gute Beispiele. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dass wir auch keine Spaßbremsen geworden sind. Nee. Also ihr findet uns immer noch in der Stadt auch mal. Und wir waren jetzt auch in der Bar und hatten einen wunderbaren Mainzer Eistee. Und das war schön. Das war in einem schönen Glas. Wir haben da schön gesessen, Musik gehört. Ja. Und das ist einfach toll. Ja. Also es geht. Also wir hoffen, ihr seid auch ein bisschen motiviert durch uns. Ja. Und vielleicht war auch so die eine oder andere
ja, kleine Episode, die du auch erzählt hast aus deiner Kindheit, halt auch, die man sagt, ja, man hat sich vielleicht wiedererkannt. Mhm. Ja. Ja. Und trotz allem lohnt es sich, sich zu verändern. Ne? Ja, 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 weiterzumachen und ja, weil das Leben ist, das ist, ja, wir haben auch dennoch, ne, auch gute Tage, schlechte Tage und wie alle anderen auch. Ich weine auch. Ich weine vielleicht ein bisschen weniger. Ja, also ja, mit Alkohol habe ich definitiv mehr geweint. Ja, ja, würde ich auch für mich auch so auch sagen. Ja, ich bin da, war da mehr am Wasser geworden. Und ja, ich bin lösungsorientierter. Dadurch, dass ich den Alkohol jetzt ja nicht mehr habe. Ne? Genau, ja, ja. Ne? Du bist auch kreativer. Genau, und ich mache nicht so, was es gibt, was man machen kann. Oder, Entscheidungen werden schneller gefällt. Ja, und wie, und wie schön es ist, Entscheidungen zu treffen. Ja. Ne? Die, also das ist ja auch sowas. Ne? Du hast irgendwie so irgendeinen Berg hier vor dir und dann triffst du eine Entscheidung. Sagst, okay, ganz klar, stehst dahinter. Okay, und die wird jetzt durchgezogen. Und dir geht es da viel besser. Ja. Ne? Also eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ja. In dem Sinne, wir gehen jetzt was Leckeres essen, bei mir in der Küche. Ja, genau. Ja, wir sagen mal tschüss, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bye, bye. Sehr, sehr schön. Ja. Das war super. Und bis bald, ihr Lieben. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.